12. Juli, German Stampede Wrestling kehrt wieder zurück nach Marburg. GSW Power Game. Und endlich bin ich wieder am Drücker und darf die richtig, richtig geilen Matches booken. Und wenn ich an geile Matches denke, dann denke ich vor allen Dingen an eine Paarung. Ivan Kiev gegen Chris Cohen. Die beiden haben in Berlin die Bude abgerissen. Alle Fans standen, alle haben gedürstet nach diesem Match. Und ich bin mir ganz sicher, auch wenn es vielleicht nicht jeder weiß, aber ihr wollt dieses Match in Marburg. Und es wird stattfinden. Der große Rückkampf zum ersten Mal auf dem Boden von German Stampede Wrestling. Und hier habe ich jetzt die beiden Kontrahenten. Chris Cohen und Ivan Kiev. Bereit für den großen Showdown in Marburg? Ingo, GSW, wo du recht hast, hast du recht. Unser Match in Berlin war der Hammer. Er war der Hammer. Aber eins hat gefehlt. Einen Sieger. Und dieses Mal werde ich der Sieger sein. Chris, ich muss dir recht geben. Das Match in Berlin war der Wahnsinn. Es war eins meiner besten Matches, was ich hatte. Und du hast genauso recht. Eine Sache fehlt. Ein klarer Sieger. Und das machen wir am 12.07. in Marburg aus. Mir ist es wichtig, dass ihr euch richtig beweist. Denn irgendwann ist es soweit. Dann kommt das große Tag-Team-Match. 6 gegen 6. Und ich will nur die allerbesten Leute in meinem Team. Und ich sage jetzt schon ganz klar, derjenige, der dieses Match gewinnt, der wird auf jeden Fall für mein Team gesetzt sein. Aber nicht nur ihr beide steht drin, sondern Christian Jacobi hat angekündigt, Doug Williams ist mit drin. Einer der besten Europäer aller Zeiten. Er ist saugut. Er hat bei der GSW, hat überall auf der Welt richtig geile Matches bestritten. Was macht ihr, wenn Doug Williams euch in der Quere steht auf dem Weg nach oben? Ingo, zuerst einmal Doug Williams. Wow, harter Hund. TNA. Aber ich denke mir, Doug Williams hat seine Hochzeit hinter sich. Unsere Zeit ist gekommen. Sie ist jetzt, heute, hier. Und am 12.07. haltet mich auch kein Doug Williams mehr auf. Und auch du wirst mich nicht aufhalten. Okay, ich sehe das genauso. Doug Williams ist jemand, der schon ganz oben war. Und wir haben das erste Mal die Chance, nach ganz oben zu kommen. Und deswegen sind wir wahrscheinlich viel motivierter und werden das unter uns ausmachen. Ich habe riesen Respekt vor Doug, aber das Ding hole ich mir. Ja, noch eine Überraschung für euch. 26. Juli geht's nach Hagen. Wir machen ein riesiges Turnier und der Sieger kriegt eine Chance auf den GSW World Heavyweight Title. Wird Number One Contender. Und ihr beiden Jungs, ihr seid ganz egal, wie es in Marburg läuft, schon mal gesetzt fürs Turnier. Aber vorher, 12. Juli, Cohen gegen Kiev, Game on.